Willkommen zurück zu SFS. Es gab Ewigkeiten keine Folge mehr, keine Rakete mehr. Das lag einfach daran, ich hatte nicht wirklich Interesse an dem Spiel. Das 1.5 Update ist leider immer noch nicht draußen. Bin ein bisschen enttäuscht, das sollte eigentlich schon vor Weihnachten kommen, vor Winter. Naja, ich hoffe, es kommt zumindest morgen raus, also nein, im Grunde heute. Also wenn ihr das Video seht, es ist halt Dienstag, es ist Silvester. Ich bin gerade am Montag, nehme es auf, deshalb lasst euch nicht verwirren. Auf jeden Fall, wie ihr es schon gelesen habt, ich werde euch heute eine Atlas 5 zeigen. Und danach werden wir einen Mars-Rover bauen und dann zum Mars fliegen. Ja, dann beginnen wir mal mit den großen Teilen. Zwei Titandüsen. Großen Achtertank. Dann nutzen wir unseren Duplizierungsglitch. Wir ziehen den Tank weg, halten den fest, gehen auf rückgängig und wir haben zwei Tanks. Geht ziemlich schnell, viel schneller als wenn man jetzt den Tank nimmt, viermal auf die Farbe drauf drückt, dann das endlich hat, das dauert ziemlich lange. Dann nehmen wir noch zwei Titandüsen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So und so. Jetzt seht ihr, da ist so eine zwei breite Lücke. Machen wir einfach die Batterien zwischen. Die sind halt gelb und sehen ein bisschen auch orange aus, deshalb passt das ganz gut. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist Verschwendung, das macht gar nichts aus, ganz ehrlich. Die Rakete ist so stark, die kann euch überall hinbringen. Ich habe damit schon einen Satelliten bis zum Jupiter gebracht, durch alle Monde einmal durchgeflogen, also durch die Anziehungskraft, und bin dann wieder zurück zur Erde. Also keine Sorge. Das klappt schon. Dann so ein Achter-Separator. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr eins oder zwei Düsen nehmt. Ich nehme zwei Düsen, weil eine Düse ist viel zu schwach. Ist zwar genauso effizient, aber es dauert ewig, damit zu fliegen. So, dann noch so ein 4 hoch. So ein 8x4er-Tank. Dann nehmen wir wieder die elektrischen Teile. Machen da so eine Viererbatterie noch oben hin. Ihr könnt natürlich auch hier noch so zwei Sechserbatterien hinmachen. Dann sieht das so ein bisschen besser aus vom Übergang. Aber ich lasse das weg. Es stört mich ein bisschen, wenn ich dann hier die Düsen anmache und dann plötzlich auf die Batterien drücke, es nervt ein bisschen. Dann oben ein 10er Separator hin, ist wichtig. Wenn ihr einen 8er nehmt und dann eine Hülle drüber macht, dann bleibt das hier an der Batterie hängen. Das ist natürlich nicht so schön. Dann kommen hier noch zwei, 4 RCS Düsen hin. Im Original ist es halt nur eins, und zwar hier halt. Aber die Rakete an sich ist so schwer, 60 Tonnen und 20 und dann noch ein Gewicht hier oben dran, dann ist das einfach viel zu schwer, deshalb würde ich es so machen. So Leute, die Atlas 5 ist fertig. In der nächsten Folge machen wir da noch einen Mars Rover drauf und bringen ihn zum Mars. Und ja, wie ihr seht, 2,43 Schub pro Gewicht, das heißt, die ist sehr stark und sehr schnell unterwegs und sie bringt euch halt überall hin, das ist auch ziemlich gut. Ja Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und bis dahin, tschüss.